الحين تبقى تصوغ بطولتي منها بيانا فعني يا ثريا إليك عني. بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. Bevor wir mit dem Unterricht anfangen, da gibt es eine Sache, die sehr wichtig ist, und da reden wir nur vielleicht ein paar Minuten drüber. Und zwar, wir wisst, wir Muslime, wir sind eine Einheit und wir gehören zu einer großen Familie. Es gibt bei uns im Islam keinen Unterschied zwischen Arabern und Nicht-Arabern. Und es gibt bei uns im Islam keinen Unterschied zwischen dunklen Leuten oder hellen Leuten. Es gibt bei uns keinen Unterschied zwischen Leuten, die aus Afrika kommen oder Asien oder Europa oder Amerika. Wir Muslime, der Unterschied, was zwischen uns ist, wer besser ist, ist derjenige, der Allah mehr fürchtet und ist derjenige, der den Islam besser praktiziert und mehr Wissen hat. Das ist eine Grundlage für uns Muslime. Und die Leute, die in Indonesien oder Malaysia leben, oder die Leute, die in Marokko oder Nordafrika leben, die Leute, die in Südafrika leben, oder die Leute, die in Eskimos von Muslimen leben, die sind unsere Familie und wir sind alle eine Einheit. Der Angesehenste von euch ist der Gottesfürchtigste. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله hat uns zu Völkern Stämmen gemacht, subhanahu wa ta'ala. Der angesehenste von uns ist der Gottesfürchtigste. Und in dieser Lage, wo wir uns hier treffen, und das ist bei uns hier warm, da muss man manchmal die Fenster aufmachen, damit ein bisschen das kühler wird hier. Während wir alles haben von Essen und von Trinken, während wir unsere Familien haben, gibt es andere Brüder und andere Schwestern, andere Kinder von Muslimen, die nicht zum Essen haben, die nicht zum Trinken haben, die auch kein Haus haben, keine Wohnung, und die haben auch keine Rampe oder sie haben auch kein Slums, sondern manche leben unter den Bäumen oder die anderen leben in Zelten. Und die Pflicht für uns Muslime ist, dass wir unsere Geschwister, dass wir diese Leute unterstützen und dass wir unsere Geschwister retten. Und der Muslim ist verpflichtet, den Muslimin zu helfen, so viel wie er kann. Und unsere Brüder in Burma und Schwestern, Kinder und alte Frauen, die werden regelrecht massakriert und die werden getötet. Und jeder von uns hat die Bilder gesehen, was wir in Burma gesehen haben, wie man die muslimischen Kinder, wal'iyadu billah, auf Bleche tut und die werden, wal'iyadu billah, gebraten. Welcher Mensch kann sowas sich leisten und kann sowas akzeptieren? Und unter den Augen von der ganzen Welt, von den Leuten, die behaupten, dass sie für Menschenrechte kämpfen und dass sie für die Leute was tun wollen. Deshalb, diese Leute sind im Stich gelassen. Und wenn wir Muslime, die eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, nicht helfen, dann wer wird das machen? Sabarakallahu fikum, gibt es einen Verein von unseren Brüdern und Schwestern. Und der Verein heißt Ar-Rahma-Verein. Die sind vertrauenswürdige Leute. Und sie werden, insha'Allah, die Spenden von Muslimen, auch von Nicht-Muslimen, annehmen und das weiterleiten. Deshalb rufe ich alle Muslime dazu auf. Und alle Menschen, sage ich jetzt, die Barmherzigkeit haben. Schaut mal die Lage dort in Burma, wie das schlimm ist. Und versucht, was zu spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der das macht, macht das für Allah, mit Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala, damit er Lebewesen, Menschen rettet. Das ist bezüglich Burma. Und das andere
Barakallahu fikum, zakumullah khairan. Das andere ist auch wegen, nochmal, wegen Syrien. Und jeder von uns sieht und hört, was in Syrien passiert. Und wie die Leute in Syrien massakriert werden. Und wie das Volk allein gelassen wird. Allein gelassen wird. Mittlerweile werden Scud-Raketen benutzt. Mittlerweile werden chemische Gase benutzt gegen das Volk. Mittlerweile werden Brenner gegen das Volk benutzt. Und unter die ganze Welt sieht das. Aber Alhamdulillah, sage Alhamdulillah. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass die Muslime endlich begriffen haben, dass sie nur Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und weil wir Muslime sind und weil diese Leute, die dort sind, ich weiß, dass einige Leute vielleicht rauchen oder einige Leute sagen schlechte Wörter oder einige Leute vielleicht beten nicht richtig oder einige Leute machen Fehler. Aber wenn man sieht, wie die Lage dort war und was dort auch von sogenannten religiösen Autoritäten in Syrien gesprochen wird, dann wird man verstehen, dass dieses Volk niemals die Möglichkeit gehabt hat, um die Religion zu lernen oder dort Da'wa zu machen. Diese religiösen, sogenannten religiösen Autoritäten, die dort sind, die sind nicht mehr als Agenten, wal'iyadu billah, und bezahlte Verräter der Religion und Verräter des Volkes. Und wenn du so siehst, wie die Lage heute dort ist, wie die Frauen vergewaltigt werden, die Kinder massakriert werden, heute früh, vor jetzt eine Stunde, wurden 20 Frauen und Kinder massakriert, geschlachtet. Also, da hat man die Kinder genommen und da hat man geschlachtet. Überleg dir, und wir wünschen keinem, dass er sowas erlebt in seinem Leben. Aber wären diese Leute deine Verwandten? Oder wären diese Leute deine Kinder? Oder wären diese Leute deine Geschwister? Leiblich, wie wirst du reagieren? Und das sind unsere Geschwister in Religion. Und die Religion für uns ist wichtiger in diesem Zusammenhang. Und ich rede als ein Mann, der natürlich sich an seine Religion hält. Und deshalb rufe ich meine Brüder, meine Schwestern, die Muslime, dass sie etwas leisten. Ob das in Syrien ist, ob das in Burma ist, ob das woanders ist, wo die Muslime Hilfe brauchen und du kannst etwas helfen. Sagst du nicht, ja, das ist nicht viel und so weiter. Auch wenn du 1 Euro für Allah subhanahu wa ta'ala spendest, dann kannst du für Allah subhanahu wa ta'ala das machen. Und inshallah, das wird im Video Kontonummer angegeben und da kann man spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein harter Winter. Gestern wurden wir angerufen von vielen Leuten dort. Sie können nicht mehr aushalten, weil das so kalt ist. Und deshalb, das ist natürlich eine Pflicht geworden für uns Muslime, unseren Brüdern und Schwestern zu helfen. Und was wir sehen, ist doch klar. Die ganze Welt schaut nur zu. Aber ich sage euch etwas im Voraus. Die werden nicht eingreifen, bis sie etwas feststellen, dass diesen verdammten Kafir Nusayr al-Assad, dass er weg ist, dann werden sie eingreifen, damit er länger bleibt. Damit er länger bleibt. So ist die Sache. Aber die Menschen, die denken, die Menschen, die hier im Herzen Barmherzigkeit tragen, werden bestimmt diese Wörter verstehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Meine liebe Geschwister, die anwesend sind hier im Raum und diejenigen, die inshallah dieses Clipvideo sehen werden. Im Grunde habe ich nichts hinzuzufügen, was Sheikh Abul Hussein gerade gesagt hat und was auch viele von euch auch in verschiedenen Kanäle gesehen haben, welchen Leid unsere Geschwister auszuhalten haben und was sie auch dann durchmachen im Moment, diesen harten Winter und auch die Mittellosigkeit, die sie auch dann erfahren, diese Knappheit, die jetzt auch sie erfasst hat und diese
Machtlosigkeit, die sie auch dann erleben, ist so gewaltig, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, weil wir eigentlich in eine ganz andere Situation uns befinden. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns nicht so prüft wie unsere Geschwister. Nichtsdestotrotz müssen wir eigentlich versuchen mitzufühlen, weil das, was sie erleben, ist nicht, weil jemand ihm etwas eingefallen ist, sondern weil die Muslimen eigentlich nach ihrer Freiheit sich sehnen, weil sie Jahrzehnten ja noch unter der Unterdrückung gelebt haben, unter diesen Unmenschlichkeiten von diesem Regime jetzt in Syrien, ob dieser Assad oder also diesen Namen in den Zungen zu nehmen, das widert mich an, ganz ehrlich. Und besonders widert mich an, dass wir in einem Fleck Erde leben, die immer wieder uns vorheulen, wie sie sich einsetzen für die Gerechtigkeit der Menschen und der Menschenrechte und der Freiheit. Aber sie reagieren jedes Mal und damit machen sie sich eigentlich nur damit schuldig, dass sie weiterhin schweigen und nichts tun. Auf der anderen Seite wundert uns das nicht, weil wir Muslimen sind, auch eine Aqida haben. Deswegen wundert uns das nicht. Und nichtsdestotrotz müssen wir auch dann uns gegenseitig ermutigen. Geduldsam gehört auch zu unserem Iman, was wir auch eben gerade gelernt haben. Und zu unserem Iman, zu unserer Überzeugung, dass wir im Grunde so etwas, dass wir uns nicht wundern brauchen. Ja, und nichtsdestotrotz ruft uns die Pflicht, unsere Geschwister zu unterstützen, mit dem Dua an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet und mit den Mitteln, was wir besitzen, was wir auch zur Verfügung stellen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns nicht mehr als das, was wir leisten können. Deswegen barakallahu fikum und jazakumullahu khairan. Ob unsere Geschwister in Syrien, in Schamgebieten leben und wie in welcher Situation sich befinden und dass sie mit Waffen eigentlich bekämpft werden, das ist ja unvorstellbar, dass sie diesen riesen Raketen, diese Scud-Raketen, die mehrere hundert Kilo tragen, in den Wohngebieten geschossen werden, die Menschen mit in Leidenschaft gezogen werden. Da gehen Muslime mit unter, da gehen auch andere Religionsangehörigen und Weltanschauungen auch mit in Leidenschaft. Aber unsere Hilfe dürfen wir nicht verweigern, aber auch nicht zu kurz. Barakallahu fikum, das ist eine Prüfung. Eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala an uns. Wie reagieren wir in so einer Situation? Keiner von uns möchte in so einer Situation eigentlich erleben. Keiner von uns möchte sehen, wie sein Kind leidet und weint, dass er Hunger hat, dass er keine Schuhe hat, dass er sich nicht von der Kälte schützt. Wir erleben zu Hause, dass unsere Frauen oder unsere Kinder sagen, ich muss jetzt eine dicke Jacke anziehen, weil zu kalt draußen. Bei unseren Geschwistern ist es nicht möglich. Ist es wichtiger, dass wir auch reagieren und für sie immer Dua dann zur Verfügung stellen und die Mittel, die wir zur Verfügung setzen, nicht zurückhalten. Bitte, barakallahu fik. Alle, die anwesend sind, unsere Brüder in der Rahma-Organisation, sind alhamdulillah mittlerweile bekannt und dass sie sich für diese Angelegenheit sich einsetzen und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Standhaftigkeit geben und ihresgleichen vermehren, dass sie sich für die humanitäre Angelegenheiten einsetzen, für die Muslime sich einsetzen, aber auch für die Nicht-Muslime, wenn sie dort sind und betroffen sind, sich auch einsetzen. Und wenn ich dann über Burma spreche, da fehlen mir wirklich die Sprache und die Beschreibung. Wie sollen wir das überhaupt beschreiben, wenn unsere Geschwister regelrecht abgeschlachtet werden, massakriert werden, getötet werden, mit den Füßen getreten werden und die Weltgemeinschaft, die sich für die Gemeinschaft eintritt, die eigentlich immer lauthals dann sich für ihre Interessen sich einsetzen, schweigen hier und die Mehrheit eigentlich, die Mehrheit, die auch noch dazu schweigt, ist ja noch erbärmlicher und das ist ein Verbrechen an die Menschheit. Barakallahu fikum. Ein Verbrechen an die Menschheit
und an so etwas überhaupt zu schweigen und nichts zu tun. Und deswegen, barakallahu fik, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, bitte, das, was du machen kannst, machst du für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Muslimen und die Mu'minin beschrieben. إنما نطعمكم لوجه الله زكى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم إم أن جزشت الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا wir wollen von euch weder ein Belohnung noch ein Dank, sondern wir wollen unseren Geschwistern an der Seite stehen und dass wir helfen können aus Dankbarkeit zu Allah سبحانه وتعالى für diesen Ni'ma, der sie uns gegeben hat. Und deswegen barakallahu fikum, zakallahu khairan. Alle, die anwesend sind, die spenden können, sollen spenden und nicht aufhören zu spenden. Und diejenigen, die diesen Clip dann ansehen werden, bitte spendet und spendet und spendet und hört nicht auf zu spenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird euch das vergelten. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt eure Spende nicht verloren gehen. Barakallahu fikum, zakallahu khairan, für eure aufmerksames Zuhören. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه قد حال أنسك وحشة والقبر أغلق فاه